gotta keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Moin, hier sind Kati und Tom vom Mehrgenuss und heute mal wieder ein Video aus der Koch Basics Reihe. Wir zeigen dir, wie du dieses fantastische Rinderfilet selber zubereiten kannst und alle weiteren Infos sowie die genauen Zutaten findest du unten in der Videobeschreibung und in unserem Blogartikel dazu. Bleib dran, schau dir das an, los geht's! Bevor du dein Rinderfilet brätst, solltest du es ungefähr eine Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank rausholen, um es temperieren zu lassen. Jetzt musst du dein Rinderfilet noch portionieren. Wir empfehlen dir Medaillons in der Größe von ca. 3 bis 5 cm, eventuell ist es aber auch schon portioniert. Dann kannst du diesen Schritt einfach überspringen. Wenn du es schick und rund haben möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, deine Rinderfilet-Medaillons schön zu binden. Dafür brauchst du einfach etwas Küchengarn, was du mittig um die Medaillons wickelst und am Ende mit einer Schleife befestigst. Erhitze eine Pfanne auf höchster Stufe und widme dich in der Zeit dem Salzen vom Filet. Wichtig ist, salze nur eine Seite. Sobald die Pfanne heiß ist, gibst du ein neutrales und hitzebeständiges Öl hinzu. Das könnte zum Beispiel Raps- oder Sonnenblumenöl sein. Kurz bevor das Öl anfängt zu qualmen, das sollte es im besten Fall nicht tun, gibst du dein Rinderfiletsteak mit der gesalzenen Seite nach unten in die heiße Pfanne. Je nach Dicke von deinem Filet brätst du es ungefähr eine Minute scharf an. Kurz vor dem Wenden salzt du es dann von der anderen Seite, wendest es und brätst es erneut ungefähr eine Minute. Anschließend kannst du dann die ganzen Ränder nach und nach auch etwas anbraten, um dort richtig schöne Röstaromen zu bekommen. Nehme jetzt die Pfanne etwas von der Hitze runter und gebe pro Medaillon einen Esslöffel Butter hinzu und warte, bis diese geschmolzen ist. Jetzt kannst du auch gerne weitere Aromaten hinzufügen, also zum Beispiel Rosmarin oder Thymian. Danach kannst du mit einem Löffel wiederholt die Butter über die schönen Medaillons rübergeben. Das nennt sich in Fachsprache übrigens arrosieren und sorgt dafür, dass wir so einen schönen, leichten, nussigen, butterigen Geschmack in unserem Filet bekommen. Lege das Rinderfilet nun in eine hitzebeständige Form oder auf ein Backblech. An dieser Stelle musst du dich dann einmal entscheiden. Entweder du verwendest ein Kernthermometer, was wir dir auch auf jeden Fall empfehlen können, und wir verlinken dir auch ein entsprechendes Produkt unten in der Videobeschreibung. Dieses misst die Temperatur an der tiefsten Stelle vom Fleisch und sagt dir im Prinzip genau, wenn deine gewünschte Garstufe erreicht ist. Die andere Möglichkeit ist die Fingerprobe und da zeigen wir dir auch gleich, wie das Ganze funktioniert. Je nachdem, ob du dein Fleisch rare, medium oder durchessen möchtest, benötigst du eine andere Kerntemperatur. Wir machen hier medium, also es sind ungefähr 56 Grad. Wenn du eine andere Garstufe bevorzugst, dann solltest du mal in unseren Blogartikel schauen. Da haben wir eine komplette Gartabelle, wo alle Temperaturen für die Garstufen drinstehen. Mit dem Kernthermometer geht es jetzt so, dass wir dies an die tiefste Stelle vom Fleisch stecken und anschließend bei Umluft und 80 Grad im Ofen bis zur gewünschten Kerntemperatur garen. Jetzt heißt es etwas warten. Sobald die gewünschte Kerntemperatur von 56 Grad erreicht ist, können wir das Rinderfilet aus dem Ofen nehmen und anschließend kurz auf dem Brett ruhen lassen, damit sich der Fleischsaft setzen kann. So ungefähr 1 bis 2 Minuten. Du kannst es jetzt natürlich so wie es ist auf deinem Teller mit den Beilagen anrichten. Wenn du es jedoch aufschneiden möchtest, dann solltest du ungefähr immer die Richtung der Fleischfasern im Kopf haben. Man schneidet Fleisch nämlich immer quer zur Faser, damit man es leichter kauen kann und es zarter wird. Wenn wir uns jetzt also mal ein Rinderfilet im Ganzen mit seiner Wuchsrichtung vorstellen, dann wissen wir, wie wir das Rinderfilet aufschneiden müssen.
sieht das nicht lecker aus? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, damit du keins der spannenden Rezepte, die wir in Zukunft geplant haben, mehr verpasst. Unten in der Videobeschreibung findest du, wie gesagt, nochmal einen Link zu unserem Blogartikel, wo du alles zum Parieren vom Rinderfilet findest, wie man an Rinderfilet im Ganzen gart und viele weitere nützliche Informationen. Das solltest du dir unbedingt anschauen. Wir verabschieden uns jetzt, wünschen dir einen tollen Tag und freuen uns darauf, dich das nächste Mal wiederzusehen. Bis dahin, liebe Grüße von deiner Kati und deinem Tom von Mehr Genuss. Looking back again, I can get it, I can make it, yeah, I know it, and I'm never looking back again. Yeah, I'm never looking back again. I can get it, I can make it, yeah, I know it, and I'm never looking back again.